Hallo Freunde, na, wer von euch liegt gerade hier mit mir zusammen auf der Couch im Bett? Und wem gucke ich gerade auf dem Klo zu? Ekelhaft. Die Kommentare zu den Orten, an denen ihr meine Videos guckt, zu lesen, sind immer die besten. Und wer von euch fühlt sich eigentlich auch so ein bisschen kränklich? Deshalb auch dieser Szenenwechsel heute. Irgendwie habe ich mich nach Kuscheldecke gefühlt. Und generell die Themen, die auf dem Tisch liegen. Ich hatte Bedarf nach einer Comfort Blanket, wie man so schön sagt. Außerdem sind wir ja mittlerweile auch wie Familie. Deshalb dachte ich mir, ist es auch wieder mal Zeit, so ein bisschen Einblick in meine Gefühlswelt und meine Emotionen zu geben. Mit einer kleinen Erklärung, warum ich aufgehört habe zu vloggen und in meinen Stories auch einige Zeit lang nicht mehr wirklich so private Einblicke gegeben habe. Mir wurde sogar vorgeworfen, zu lügen. In dem Fall hat es auch gestimmt. Bisher hatte ich es nicht erklärt. Das ändern wir heute. Und ich hoffe natürlich, es hilft vielleicht auch dem einen oder anderen, der sich in manchen Dingen wiedererkennen wird. Long story short, ich hatte ausgelöst durch den Lockdown einige Zeit ziemlich mit immer wiederkehrenden Angstzuständen zu kämpfen. In den letzten Monaten eigentlich hat sich das so angebahnt, dass ich irgendwie um die Nachmittagszeit rum ganz komisch Herzflattern kriege. Ich war dann wirklich schon an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, du hast einfach irgendwie Anxiety. Dann habe ich Dr. Google und YouTube befragt und habe einige Studien gefunden vom Einfluss von Koffein. Spoiler Alert! Nein, Kim, es lag nicht am Koffein, sondern an unverarbeiteten Traumata. Wie so oft im Leben. Selbst Erwachsene sind im Endeffekt nur Kinder, die versuchen, irgendwie sich selbst zu finden und zu verstehen. YouTube macht das, by the way, nicht gerade einfacher, aber das ist Material für ein anderes Video. Wie kam es aber dazu? Und jetzt gebe ich gleich eine kleine Trigger-Warning bezüglich Körperverletzung, häusliche Gewalt. Wenn euch solche Themen zu sehr belasten, bitte abschalten und ich packe auch ein paar Anlaufstellen für euch in die Kommentare, falls ihr mit irgendwas zu kämpfen habt. Anxiety nenne ich jetzt einfach diese Angstzustände. Hat wohl, so wie bei uns allen, den Ursprung in der Kindheit. Panikattacken habe ich zum Glück vor einigen Jahren schon hinter mir gelassen. Wurden, glaube ich, ursprünglich durch den Lockdown ausgelöst. Ich habe eine gute Ausrede. Und zwar das hier. Aber nicht unbedingt nur aufgrund des Lockdowns, sondern weil wir da halt auch alle so viel Zeit hatten nachzudenken. Man hatte einfach so Zeit, von ganz hinten irgendwelche Erinnerungen auszugraben und sich die anzugucken. Bei mir kam das nicht einfach so über Nacht, sondern es gab einen ziemlich heftigen Auslöser. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere da draußen noch. Ich hatte mit genau diesem Paketzusteller schon seit einigen Jahren, muss man mittlerweile fast sagen, Probleme. Er war von Anfang an sehr ungehalten und sehr ungeduldig. Ich weiß mir einfach nicht mehr anders zu helfen. Und zwar wurde ich von einem Paketboten attackiert. Da! Und es ist schon 3 Wochen oder so her. Seitdem ist es ein konstanter Stress. Ab da hat PTSD dann auf jeden Fall immer wieder mal gekickt. Der Vorfall an sich und wie damit auch von der Polizei umgegangen wurde, von denen ich ja überhaupt nicht ernst genommen wurde, hat nicht unbedingt zu meinem allgemeinen Sicherheitsgefühl beigetragen. Mit der Kombi, dass der Täter, mit dem ich vor Gericht musste in weiterer Folge, ja auch wusste, wo ich wohne und weiterhin hier geklingelt hat. Ich habe darüber eigentlich gar nicht mehr wirklich berichtet gehabt. Er hatte dann ein Betretungsverbot und es hat gedauert, bis sich daran gehalten wurde. Das war allerdings der Moment, wo mir auch immer wieder so Flashbacks eingefallen sind von Sachen, die ich einfach vergessen hatte, von ähnlichen Situationen. Wer meine Vlogs damals geguckt hat, weiß, danach kam ja auch noch der LKW-Unfall, der ebenfalls vor Gericht geendet hat. Das gibt's einfach nicht, Leute. Das gibt's. Ach, die Schulter, doch, das merke ich schon. Ich sitze jetzt gerade auf der Unfallambulanz. Ich wurde einfach von einem LKW übersehen auf der Vespa. Der wollte rüber auf meine Spur, hat mich dann gegen das Auto auf der Nebenspur gedrückt. Die Vespa hat es umgehauen und mich hat es durch die Geschwindigkeit meterweit durch die Luft gehauen und über die Straße geschliffen. Ich habe jetzt eine Verbrennung am Arm, die Halswirbel ist leicht verschoben und meine Schulter tut tierisch weh. Ich muss jetzt erstmal runterkommen und dann hören wir uns die Tage. Glücklicherweise habe ich ja beides gewonnen, aber die Freude hielt nicht lange an. Denn seitdem haben mir irgendwelche Kasper, die meine
ein Video über die Sachen gesehen hatten. Ich persönlich glaube mittlerweile so Prank-Nachrichten geschrieben. Es waren trotzdem Drohungen. Zu einer Zeit, wo ich eben eh schon mit dieser Anxiety-Sache zu kämpfen hatte. Und zu allem Überdruss hatten meine Vespa-Reifen dann innerhalb von ein paar Wochen dreimal ein Loch. Sehr sass das Ganze, wenn ihr mich fragt. Ich weiß bis heute nicht, ob das menschgemacht war oder wirklich Zufall. Ich hatte jedenfalls Jahre davor und danach jetzt kein Loch im Reifen mehr. Long story short, ich habe dann endlich gelernt, mich zu öffnen und wirklich über meine Ängste zu sprechen mit Leuten und mir helfen zu lassen. Und das wollte ich euch einfach mal da draußen mitgegeben haben, dass ihr nicht alles in euch reinfasst und glaubt, ihr müsst alles alleine lösen. Ich werde euch auch unten ein paar Anlaufstellen verlinken, falls ihr mit irgendwelchen Themen zu kämpfen habt und darüber sprechen wollt. Gewisse Dinge sollte man einfach nicht ein Leben lang unter den Tisch kehren. Und gerade wenn ihr auch mit dieser Großelternmentalität aufgewachsen seid, mit keiner darf irgendwas nach außen tragen, weil die Leute werden nur schlecht reden. Und generell ist jeder da draußen schadenfroh und neidisch. Newsflash, die meisten Leute sind nicht mit ihrem Kopf bei deinen Themen, sondern sind selber der Protagonist in ihrem eigenen Leben und haben einfach ihre eigenen Päckchen, über die sie nachdenken und sich selber judgen, denn niemand judgt dich so wie du dich selbst. Das verändert einiges. Und man sagt ja auch immer so, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und wenn du das auf einen Haufen werfen würdest mit allen anderen, würdest du deins nehmen und ganz schnell weglaufen. Wie oft habe ich unter den Videos zu den Unfällen gelesen, boah, das ist doch überhaupt nicht schlimm und stell dich nicht so an. Ich habe viel Schlimmeres erlebt. Erstens, nicht alles Schlimmes, was ich erlebe oder erlebt habe, erzähle ich im Internet. Und zweitens, ich finde, man kann und sollte Leid nicht vergleichen. Das ist so eine generelle Erkenntnis. Jemand, der arm geboren wurde, hat natürlich bekannte Nachteile, aber wenn reich sein glücklich machen würde, dann wären ja auch irgendwelche CEOs und Stars nicht regelmäßig depressiv. Generell Schmerzempfinden ist so unterschiedlich. Wenn du nichts gewöhnt bist, tut ein Mini-Stich weh. Wenn du einiges gewöhnt bist, bringt dich auch ein Messerstich nicht um. Und nur weil du vielleicht schon einen Messerstich überlebt hast, darf ein blauer Fleck jemand anderem trotzdem wehtun. Und du musst dich nicht darüber ärgern. Wenn es doch so ist, dann sieh das als Zeichen, dahin zu gucken, wo der Ärger herkommt. Weil 99% der anderen Zuschauer von zum Beispiel so einem Unfallvideo von mir hat es eben nicht getriggert, dass sie wütend wurden. Sondern bei denen hat es andere Emotionen hervorgerufen. Da habe auch ich in den letzten Jahren so viel über mich herausgefunden. Ich habe da einfach zugelassen, auch mal Fehler bei mir zu suchen und nicht nur im Außen. Wir hinterfragen halt viel zu selten unsere Emotionen und woher die kommen, auch wenn sie zum Beispiel absolut irrational sind. Sich da selber zu hinterfragen, bringt einen viel weiter im Leben, als die Antwort irgendwo da draußen zu suchen. Erkältung coming through. Und ja, es ist schwer, sich selber den Spiegel vorzuhalten, weil man selber will sich ja immer als guten Menschen wahrnehmen. Und dann kommt man drauf, dass man sich selber teilweise verzerrt wahrnimmt. Aber genau da liegt das persönliche Wachstum. Oh Gott, klinge ich gerade wie diese zwielichtigen Online-Coaches, die irgendwie 50 Ferraris in ihrer Garage stehen haben. Rudi, Lamborghini. 200.000 Euro in 6 Monaten. Auszahlung letzte Woche. Kim, aber warum vloggst du jetzt nicht mehr? Weil mir das eben nach besagten Ereignissen mit den Reifen, mit den Nachrichten so angeraten wurde, dass ich wirklich schaue, dass ich meine Privatsphäre so gut es geht hochhalte. Das ist auch der Grund, warum ihr auf Instagram die letzten Jahre nie Standortverlinkungen gesehen habt. Den Bann habe ich jetzt in London ja gebrochen. Jetzt poste ich ja auch wieder ganz anders Stories und irgendwie wieder mit einem positiveren Mindset. Ich habe dann auch angefangen, zeitversetzt zu posten, wenn man Orte wiedererkannt hat. Und das hat mir einfach so ein gewisses Sicherheits-, aber vor allem auch Freiheitsgefühl gegeben, generell im Leben, dass ich nicht aus jedem Moment, den ich erlebe, direkt eine Insta-Story mache, während die Leute noch vor mir stehen, sondern das eben wirklich wirken lasse, für mich genieße und dann erst später teile. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Geständnis dieses Videos. Ich habe mir das auch beibehalten. Also wenn ihr jetzt Stories teilweise seht, sind die manchmal nicht ganz aktuell. Die meisten sind es tatsächlich.
Aber ich dachte mir, ich sag dazu auch noch was. Denn ich habe tatsächlich Nachrichten von euch gekriegt auf Instagram, dass ihr mich im Gym gesehen habt, während ich halt offiziell in der Story woanders war. Ich hätte nicht gedacht, dass Leute sich so angegriffen fühlen, dadurch, dass das halt nicht akkurat ist und mich quasi wirklich als Lügnerin bezeichnen. Das hat mich schon nicht ganz kalt gelassen. Jetzt wisst ihr Bescheid und ich hoffe, das ist okay so. Aber mir geht es damit einfach irgendwie besser. Betrifft allerdings auch nicht alle Stories. Also die meisten poste ich tatsächlich aus dem Moment heraus. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ich hoffe, es ist okay. Es ist auf jeden Fall keine böse Absicht euch gegenüber oder so, sondern einfach ein Weg, wie ich mein Leben und die Momente mehr genießen kann, mich auch sicher fühlen kann. Und ich muss auch euch ans Herz legen, ihr solltet es ähnlich machen. Ihr wisst nicht, was für crazy Leute euch teilweise folgen. Selbst wenn euer Profil dicht ist, habe ich schon gehört, dass man plötzlich irgendeinen weirden Freund in der Liste hatte. Das Internet ist crazy. Also auch Reminder an euch. Better safe than sorry ist alles, was ich an dieser Stelle zu sagen habe. Vor allem, wenn ihr minderjährig seid. Live-Standort taggen ist nie eine geile Idee. Für den Vlog-Kanal gilt das Gleiche. Da habe ich irgendwie auch schon länger mich nicht so wohl gefühlt, in der Wohnung auch zu vloggen und die Ecken zu zeigen. Deshalb kamen da zuletzt auch eher so Reisesachen. Mittlerweile zeige ich so Alltagseinblicke generell auch lieber auf Instagram und in den Stories in den täglichen. Da könnt ihr mir gerne folgen. Ich bin da jetzt wesentlich aktiver und gebe da eben jetzt endlich wieder mehr Einblicke. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich sonst an Inhalten auf dem Vlog-Kanal übergangsweise auch posten könnte. Solche Labersachen, Reaction-Sachen. I don't know. Ich freue mich auf euren Input und eure Kommentare dazu. Lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Es hilft dem Algorithmus, der auf YouTube ein bisschen wack ist. Die drei da draußen, die immer noch zuschauen, fühlt euch besonders umarmt. Genießt den Tag. Unten verlinke ich euch, wie gesagt, Anlaufstellen, falls ihr selber mental zurzeit strugglen solltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder ganz normal wie jeden Sonntag. Bye!